Heute gab's die Rache der Königskrieger und einer von uns hat sein erstes der drei Leben verloren, auf eine sehr brutale Art. Heute gab's ebenfalls ein neues Mitglied bei den Ampelkriegern und es ist so viel passiert, lasst ein Like da, shop.causality.com, gönnt euch unbedingt die Back-to-School-Sachen, Federmäppchen, Schulranzen und vieles mehr, alles jetzt, kurze Zeit im Shop, lasst ein Like da, abonniert mich, aber jetzt erstmal, was ist nach letzter Folge alles passiert? Hey, Lucy Rick House von 40 und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Minecraft Helden hier wieder in meinem Melonenbunker. Leute, heute gibt's gute und schlechte Neuigkeiten. Das Ding ist, letzte Folge ist auch ultra viel passiert. Wir haben letzte Folge, ey, was alles passiert, Leute? Wir haben einen Deal mit Denergy gemacht. Ich bin offiziell ein Kopfgeldjäger auf Minecraft Helden, ne? Und ich habe ein Ziel im Visier. Und ich werde dieses Ziel demnächst angehen. Ich werde aber niemandem sagen, auch nicht Ben und Russig, wer es ist. Aber Leute, keine Angst, es ist nicht Ben und nicht Russig, ja? Weil die Ampelkrieger halten immer fest zusammen. Aber das Ding ist, Leute, es trifft sich so relativ gut mit, obwohl, jetzt nicht perfekt, ja? Aber ihr werdet sehen, wenn der Tag gekommen ist, wo ich mein Kopfgeld einhole und die Person quasi aufspüren wird. Das Ding ist, Leute, wir haben letzte Folge Denergy gekillt, beziehungsweise eigentlich Ben. Ich war noch richtig sad, ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt killen, aber ich verstehe, warum Ben es gemacht hat. Ben lässt sich nichts mehr gefallen, der dachte, wenn wir den jetzt verschonen, was machen die als nächstes? Denkt ihr, die Königskrieger werden jemand von uns verschonen? Ben oder mich, wenn die uns irgendwie auftreffen? Auf gar keinen Fall. Und ich habe überlegt, ob ich Denergy die Rüstung zurückgebe. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich habe mit ihm auch nach der Folge nochmal geredet im Discord. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, blabiblub. Und es ist alles cool, ja. Es war alles nach den Regeln. Es ist nichts jetzt irgendwie schiefgelaufen, was das betrifft. Es passt doch alles. Für ihn ist es auch fein. Es ist halt ein Rückschlag. Aber Leute, so ist das Projekt, ja. Das müsst ihr mal bedenken, Leute, ja. Wir sind uns nicht außerhalb der Aufnahme böse. Es ist halt einfach das Projekt. Und das Ding ist, ich wollte ihm seine Rüstung zurückgeben, aber dann ist etwas anderes passiert. Die Königskrieger haben sich nämlich gerecht. Die haben genau das gemacht, was ich letzte Folge gesagt habe, was sie machen werden. Und Ben wusste sogar, dass die es machen, aber wir waren einfach nicht schnell genug. Die waren uns einfach einen Schritt voraus. Die waren aber schneller als wir. Und das Ding ist, eigentlich habe... Guck mal, ich habe mit Denergy ausgemacht letzte Folge. Kopfgeld. Ich wollte ja ein Leben der Königskrieger von ihm. Und das habe ich jetzt eigentlich auch bekommen. Also sein eigenes. Das hat sich halt per Schicksal dumm ergeben für ihn. Aber er hat jetzt sein Leben geopfert dafür. Das heißt, ich werde safe seinen Auftrag erfüllen. Ich werde... Das bin ich ihm schuldig. Ich meine, das Rüstungsset, was er mir versprochen hat, habe ich schon. Sein eigenes. Soll ich es ihm zurückgeben, Denergy, oder nicht? Weil er ist immerhin einer von den Königskriegern. Und er ist in einem Team mit Entes, Yu, Stani und jetzt auch Kian. Das Ding ist, wir haben relativ viele Leute als Gegner jetzt, aber auch viele als Verbündete. Die Paulberger Ritter komplett an unserer Seite und wir haben auch ja, die Eiskrieger als sozusagen Feinde. Das ist der einzige, sag ich mal, Rückschlag. Aber apropos Rückschlag, Leute, ja. Abonniert mich. Wir haben gerade ein paar Rückschläge an Abonnenten, Leute. Wir müssen gegenhalten. Wir müssen Stellung halten. Abonniert alle. Weil, Leute, wir wollen dieses Jahr bis Ende dieses Jahr die 1,7 Millionen knacken. Mein großes Ziel auf YouTube für 2024. Und ihr müsst mir helfen. Alle abonnieren auf allen Accounts, die euch irgendwie über Freundeskreise ersammeln könnt oder Familienkreise. Ist mir egal, Leute, ja. Wir müssen Team Melone dazu bringen, dass wir wachsen, Leute, ja. Team Melone muss größer, stärker und mächtiger werden, damit wir Minecraft-Helden gewinnen können. Und deswegen gönne ich euch hier Back to School die saftigen Schulsachen. Wie zum Beispiel ein Federmäppchen, Schulranzen, Sporttasche, T-Shirts und vieles weitere. Das alles, was ihr in der Schule brauchen könnt, kann ab sofort saftig sein, ja? Wir können euch durch den Alltag begleiten mit allen saftigen Freunden und Tieren und Haustieren und Freunden, die ihr alle von meinem Kanal kennt und liebt. Und wenn ihr Geburtstag habt, wünscht euch hier Team Melone, saftig oder toten Geburtstag. Mit eurer Zahl, hier oben quasi, steht dann die Zahl von eurem Geburtstag, wie alt ihr quasi werdet. Und eine handunterschriebene Autogrammkarte. Leute, handunterschriebene Autogrammkarte sind ultra aufwendig. Wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Deswegen shop.causality.com hier. Gönnt euch heute, ja, nicht vergessen, Leute. Morgen kann die Welt schon anders sein. Morgen könnt ihr schon raus sein aus dem Projekt hier. Aber ebenso die Plüschtiere, die könnten raus aus dem Shop sein, weil ihr die ausverkauft habt, ja. Aber okay, zurück zur Sache, Leute, ja. Aber, oh, ich habe noch einen Teaser bei dir. Das habe ich letzte Folge versprochen, Leute. Ich habe einen neuen Song in Arbeit, Leute. Ich bin offiziell dran, nach 2 Jahren einen offiziellen, sag ich mal, selbst erstellten Song, wo ich auch selber
singen werde dabei. Aber das Ding ist, Leute, dieser Song hat super, super, super viele Geheimnisse aktuell. Und Leute, ich bin ein Trademan, ich bin ein Villager. Wenn ihr mit mir traden wollt und neue Informationen über den Song haben wollt, müsst ihr ein Like da lassen. Bei 10.000 Likes leak ich nächstes Mal etwas über meinen Song. Wer dabei ist, denn es wird mehrere coole YouTuber geben und große YouTuber, die mit dabei sind bei dem Song. Was für euch, ich verrate nichts, Leute, ja? Ihr müsst mich einfach liken, wenn ihr Infos haben wollt. Wenn ihr nicht liked, ja, dann check ich, okay, ihr wollt die Infos nicht. Dann verrate ich zum Beispiel Gambo privat, aber nicht euch, ja? Aber na gut. Das Ding ist, apropos Gambo, ist ein gutes Stichwort. Wir waren nämlich vorhin unterwegs. Und das Ding ist, Leute, was habe ich letzte Folge gesagt? Wir haben mit Stanergy gekillt, das schwächste Rudelmitglied der Königskrieger. Ich habe gesagt, was werden die als nächstes machen? Die werden auf die Schwächsten von uns gehen. Und ich habe speziell Gambo als Joke gesagt, aber es ist halt wirklich so eingetroffen. Das Ding ist, Ben hat mir gesagt, er wusste, dass die jetzt auf Gambo gehen werden. Und dass die Gambo seine geheime Base unbedingt suchen wollen. Weil ich habe herausgefunden, Leute, wie die eigentlich die geheime Base von Ben gefunden haben und Russik gesprengt haben. Denn Ente hat angeblich in Gambos Video gesehen, dass Gambos Base-Eingang einen Holzblock oben hatte. Und das Ding ist, ein Holzblock war zufällig bei meiner Base. Und Gambos in der Base war wo ganz anders. Und Ente hat einfach zufällig, ich weiß nicht, ob er in einem Livestream war oder nicht, sich bei Bäumen runtergegraben, weil er in Gambos Video gesehen hat, dass er dort einen Baumstamm hatte. Und er hat Gambos Base gesucht, hat aber dann unser gefunden und Russik gesprengt und all unser Zeug. Das heißt, danke Gambo an der Stelle. Aber Leute, Gambo hat das Schicksal heute ein bisschen getroffen, denn die, Ben wollte eigentlich eine Falle vorbereiten für die in Gambo Space, weil er wusste, dass die kommen werden und Gambo killen wollen. Aber das Ding ist, die kamen um eine halbe Stunde früher, als die Falle fertig sein sollte. Was ist das für ein Timing, Leute? So knapp kamen die davor. Und was dann mit Gambo passiert ist, das seht ihr jetzt hier. Was ist passiert? Gambo ist tot. Gambo ist tot. Gambo wurde von Ente und Sue brutal weggemacht. Ganze Base. Ey, aber ich bin ehrlich, ich hab's neulich noch so gesagt, dass die jetzt auf den Schwächsten von uns gehen. Und hab ja, sogar also Gambo gesagt. Also das Ding ist, also das wussten wir alle. Gambo war auch gerade dabei, da eine Falle vorzubereiten in der Base. Oh mein Gott. Wären die eine halbe Stunde später gekommen, wären die beide tot gewesen. Also das ist schon so, dass wir, also wir waren jetzt nicht doof. Das war ja klar, dass die jetzt, weil es war ja auch bekannt, wo Gambo Space so ein bisschen... Boah, das ist ja, ja, das Timing war dann richtig unlucky. Also das war klar, dass die jetzt da hingehen, das war logisch, ja. Aber lass erstmal jetzt das Alpha-Thema abhaken. Also das Ding ist, grundsätzlich ist einer mehr halt nicht verkehrt. Ja. Er ist auf jeden Fall kein schlechter PvPer grundsätzlich. Ja, das Ding ist, ich glaube auch. Also ich glaube, er ist ein guter Spieler und er hat sich bis jetzt auch gut erwiesen. Und er ist gelb. Er ist halt als Schwamm rumgelaufen. Ja. Oder so. Also das war schon korrekt. Nee, jetzt ist er Golderz. Jetzt hat er sich zum Golderz gemacht. Also man sieht auch, dass er ein Ampel-Member ist. Er macht das jetzt nicht auf Undercover oder so. Also ich muss ehrlich sagen, ich wäre für... Ich ist jetzt nicht so, dass ich ihm meine geheimen Kisten zeigen würde. Das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja. Also, aber so grundsätzlich... Er kann mal so Praktikant-Ampelkrieger werden. Ja, das ist so Anwärt. Also wir nehmen ihn auf als an. Der hat ja eine Probezeit, eine Woche Probezeit vielleicht. Ja. Und dann machen wir ihn zum Fullmitglied vielleicht. Aber ich würde eh sagen, dass wir uns... Wir könnten uns so eine öffentliche Base bauen. Einfach so in so ein Rot-Gelb-Grün. Einfach so. Ja, da habe ich was sehr Cooles geplant. Aber so eine geheime Base würde ich gar nicht mehr bauen. Ich würde sagen, jeder von uns versteckt seinen Kram für sich, private, weil dann ist auch dieser Leak, diese Leak-Gefahr auch weniger, wenn man das nur selbst macht. Ja, das habe ich mir schon seit Anfang an gedacht. Wir müssen halt nur diesen einen Spawner-Raum, den ich habe. Flo, du weißt, wo der ist. Müssen wir Russik dann auch noch später sagen. Ja. Natürlich, den müssen wir noch ausbauen, weil ich muss schon noch hochfarmen auch. Ich bin jetzt nicht fertig equipped. Ich auch nicht. Ich überlege, ob wir eine eigene XP-Farm auch bauen. Also, das ist das Einzige, was wir halt in so einer Gruppenbase gebraucht haben, eine XP-Farm. Ja, Full Enchanter und Dings, das Einzige. Okay, also ich mache mal offizielle Abstimmung, damit es echt ist. Also... Zum Antrag steht, Alphastein betritt als Praktikant die Ampelkrieger. Eine Woche Probezeit sollte in der einen Woche nichts passieren, beziehungsweise er macht sich außerordentlich nützlich für uns. Dann steigt er nach einer Woche, aber mit Gamescom-Pause. Das heißt, wir müssen gucken, wie lange der Server jetzt inaktiv ist. Die Tage werden natürlich dann am Ende dazu addiert. Wird er dann zum Full-Ampel-Member.
Aber das Ding ist, warte, komm, ich habe mal in meinem Buch hier drin stehen. Also wir sind jetzt Flo, Ben, Russik. Yami ist nicht bei uns. Ich glaube, der ist ein Verräter. Ja, Yami ist Quatsch. Yami ist weg. Was ist mit Gomme und Gambo? Die sind beide noch drin, oder? Gomme, Gambo, starke Verbündete von uns. Ich denke, also ich kann dir mal kurz sagen, Gomme, Gambo, also die Gombos, starke Verbündete von ja. uns, also Prime. Paulberger Ritter, starke Verbündete von uns. iCrimex hat gestern noch zu Elina gesagt, dass er es geil findet, dass wir Danergy ein Herz gezogen haben. Okay. Unsere Feinde sind die Eiskrieger. Das sind auch die Feinde von den Paulberger Rittern. Ich denke aber, dass die Eiskrieger sich auflösen werden und dass die dem TikTok-Clan beitreten. Oh, ja. Könnte ich mir vorstellen. Und dann vielleicht auch, also auf Evive, ich sehe Evive langfristig nicht bei den Paulberger Rittern. Der wird da irgendwie entweder die Eiskrieger wieder zusammenführen, die sind dann zu dritt die Eiskrieger und verbündet mit dem TikTok-Clan. Ich würde mir... Oder die treten alle dem bei oder so. Also ich denke, am Ende läuft es hinaus auf Paulberger Ritter plus Ampel gegen TikTok und Eiskrieger. Ich denke, das wird das große Ding sein. Glaube ich auch, aber ich glaube, wir sind da überlegen. Naja, überlegen bringt dir halt nicht so viel, wie du jetzt gerade gemerkt hast. Es ist halt immer, wer wird wie erwischt, ne? Ja, schon klar. Wir laufen ja jetzt selten zu dritt rum. Ich glaube, ich sage, wenn wir zu dritt hier rumlaufen, kann ich vier anderen. Okay, das heißt, aber Einverständnis ist jetzt bei uns, aber was ist mit Ryan? Der wollte ja auch ehrlich, ein Ampelkrieger werden. Ryan habe ich viel drüber nachgedacht. Wir können ein Ampel-Quiz mit ihm machen, aber Ryan ist halt sehr, sehr wenig da. Der hat auch eine hohe Chance, gejumpt zu werden, wenn er sich einmischt in unsere Sachen. Ja, und es ist halt einfach, muss man ein bisschen praktikabel auch denken, es ist nicht so eine geile Verstärkung. Also wir können ja nur einen aufnehmen, so, ne? Es ist nicht so eine krasse Verstärkung für uns, wenn er nie da ist halt, ne? Ja, das stimmt halt. Ja, okay, aber glaub, also, dann sind wir fünf Leute. Ich sag trotzdem bei Alphastein ganz großes Fragezeichen. Ja, man kann schon, ihn zwar aufnehmen, Das mit den Geheimkisten sowieso niemals würde ich ihm in Spawner zeigen, niemals würde ich ihm geheime Kisten zeigen. Ich werde das euch auch nicht sagen, einfach aus dem Aspekt, ja, dass die Gefahr nicht da ist. Ich würde auch Geheimkisten zeigen. Ja, nur die Spawner. Mal, euch jetzt, aber sag mal, ich mal, das mit Spawner würde ich auch nicht. Nein, Spawner in der Probezeit sowieso erstmal nicht. Gar nicht, ich würde gar nicht jetzt machen. Oder vielleicht auch gar. Na gut, aber wenn er Full-Member ist, müssen wir schon. Da machen wir Probezeit vielleicht sogar zwei Wochen oder so. Aber wenn er Full-Member ist, müssen wir ihm schon vertrauen. Ey Leute, ich glaube, da kommt was Großes aber, von uns zu. Ja, das war's doch eigentlich schon. Ich glaube, es kommt die nächste richtig coole Phase. Ob ich stirb, ob andere sterben, egal Leute. Action ist Action, das müsst ihr so sehen. Ryan schon auch nice, aber ist zu weit ab vom Schuss irgendwie. Wir halten den mal im Hinterkopf. Ja, ja. Wir können jetzt erstmal zu Alfie gehen und sagen, ja. Okay, also einstimmig, alle ja gestimmt. Okay. Ja, aber, ja. Okay. Dann überreichen wir ihm die Nachricht. Aber das Ding ist, was ist unser nächster Schlag jetzt? Was machen wir als nächstes? Können wir hier, wartet mal Leute, komm mal, können wir hier ein Schild machen auf schnelle Welle? Kann man das kopieren? Du brauchst ein Schild, kein Banner. Einfach einen weißen Banner und... Ah, ich hab kein Eisen. Ich hab weißen Banner, den du brauchst hier. Weißer Banner und ein Ampelbanner ist ein zweiter. Ey Leute, ich bin ehrlich. Einverstanden, wir brauchen ihn gerade. Guck dir mal das Ding an. Die sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ente und guck mal, auch noch Kian. Die sind jetzt zu sechst hier. Yami ist noch ein bisschen... Ich glaube nicht, dass der das so dazu hilft. Ich klammer den mal ein. Aber die anderen sind big. Also, Mr. Alfie, du Verräter! Ja! Yeah! Oh, was? Wirklich? Russi hat vorhin so gesagt, ja, lass den attacken als Joke. Und wir sollen da... Was? Ich bin hinterhältig? Ich schnelle eine Enderpelle in die Hand bekommen. Nein, Mr. Goldernst, wir haben gute Nachrichten für Sie. Oh, was denn? Ben? Wir heißen dich herzlich willkommen als Praktikantin der Probezeit bei den Ampelkrüger. Yeah! Aber eine wichtige Sache gibt's noch. Du brauchst noch den hier. Wie krieg ich den, Freunde? Wie krieg ich den? Ja, da gibt's ein Problem. Ich hab alle Banner geklaut. Ich hab viel Wolle. Ich kann Wolle besorgen. Wir brauchen. Oh, krieg mal Farbstoff. Warte mal. Wir brauchen hellgrau. Okay, Leute, ich lass euch jetzt alleine, ja? Ich hau jetzt noch ab. Okay, tschüssi. Jetzt die wichtigste Frage. Alfie, was ist das Erste, was du als Ampelkrieger machst? Als Praktikant. Ernte besiegen. Wir gehen alle zusammen. Ja! Ich bin ehrlich. Ja. Hast du mitbekommen, was passiert ist? Was? Ja, hast du mitbekommen, wer gekillt wurde, oder? Gimbo. Ja.
Ja, nur einer von euch, ein Freund von euch! Und weißt du, wer das war? Ente! Ente! Ente, Mann! Mann. Ich werde es beweisen, Leute. Wir locken ihn alle in eine Falle. Wir sind dann alle zu 5 zu 6. Und dann mache ich so mit Ente. Eigentlich hätte ich gern so einen Überfight gegen die, ne? Die alle gegen die. Oh, hätte ich auch gern. Das ist so gefährlich, Leute. Das ist so gefährlich. Aber, Aber Benny, ich habe auch einen. Ich habe auch einen Plan noch demnächst. Lass den nächsten mal reden. Also, du musst jetzt zwei Sachen machen, Alfie. Das ist wichtig. Du brauchst das Schild. Und du brauchst die Rüstung. Oh, ja, ja, ja. Schwimmrüstung. Wir können dich dabei ein bisschen unterstützen, aber ich glaube, uns wurde da auch fast alles geklaut. Also, ich habe zwei Templates, aber die müsste man mit Dias mehr machen. Aber du musst die Dias zahlen, um das zu tun. Ich habe Dias. Wie viel Dias? Ich glaube, du brauchst 7 für einmal kopieren. Ja, ist schon toll. Oder wir klatschen Ente, der müsste noch 4-5 von mir haben. Oder Russik hat die vielleicht, das könnte auch sein. Der Russik hat mir alle 8 gegeben. Alles weggesprengt. Das waren größtenteils meine, du hast die benutzt oder wie? Nein, ich habe noch ein paar über. Von den 8 haben 7 hier gehört oder so. Ja, das Ding ist, ich habe auch meine Backup-Rüstung geampelt jetzt, also. Geampelt? Boah, gut, mit meinen Sachen, Kuss, ja. Nö, das hat mir Russik gegeben. Ja, aber nachdem er es mir geklaut hat. Ja, ich habe noch zwei Templates, Hast du Bock, einen Ampelkrieger-Song zu machen? Ja, okay, das ist nicht durch. So, dann gib mal Alfie einen Armor-Trim, damit er das angehen kann. Nur damit du checkst wegen den Farben. Oben ist Redstone. Ich mag Screenshots. Leute, wie sage ich Ben, dass mein Armor-Trim in meiner Base am World Planner liegt und ich dafür 5000 Blöcke weg muss? Also, ja, Flo hat auch Schuhe gemacht, glaube ich, habe ich jetzt nicht. Ich muss dafür 5000 Blöcke zum World Planner, um das jetzt zu holen. Junge, wo hast du deine Kisten? Du hast jetzt voll geleakt, wo die Kiste ist, Flo. Alter, jetzt schwimme ich die ganze Zeit. Oder ich habe gelogen. Ja, weiß ich. Tschüss. Ciao. Okay, Leute, ich hol mir den Banner. Ich will den Banner holen. Wie craften mein Ding? Der Webstuhl. Ja, der Webstuhl. Du brauchst ein Tutorial. Du brauchst halt Lime. Das ist das Schwierigste. Okay, alles klar. Dann macht's gut. Alfredo, Juni und ich fliegen jetzt in den Sonnenuntergang. Also ja, Leute, da ist es ein bisschen dumm gelaufen für den Herrn Gambo. Aber das Ding ist, lass den Gambo mal einfach selber fragen. Gambo, was haben die gemacht? Warte, ey. Die haben die gehauen. Lida, die sind so sehr. Ja, ich bin die ganze Zeit... Gambo. Und so. Die werden mich nicht finden, Mann. Gambo, was haben die gemacht mit dir? Florian, wo warst du? Ich hab meine Hilfe gebraucht. Wir sind doch Verbündete. Hey, Gambo, das ist wieder ein Ich hab nur deinen Anruf gesehen in meinem Handy und dann war es schon zu spät. Mein blaues Herz wurde getroffen. Aber Gambo, ich hab dir genau gecallt, dass das passieren wird. Ja, ich hab so. Also, da muss man doch kein Sherlock für sein! Meine Koordinaten wurden geleakt! Ja, okay, dann sag mal, was ist passiert? Du bist einfach online gekommen und was dann? Ja, das Ding ist, also zum Glück, also es hat sich ja, wie gesagt, es hat sich schon angebahnt, dass die uns raiden werden. Deswegen habe ich ja schon ein bisschen was in meinen geheimen Tresor saven können, wo keiner weiß, wo es ist. Ich denke, nur Gomme weiß, wo es ist, weil wir schon länger unser Schwarzpulver. Oh, du hast nicht alles verloren? Nee, ich habe nicht alles verloren. Also ich habe halt alles verloren, was ich bei mir hatte und alles, was in der Base war. Und das waren halt nur 90% der Sachen. Ja, hast du nicht neulich geprahlt, wie viele Rüstungssets du hast? Ja, also 2 Sets hat Gomme, 1 Set hatte ich an, das musste ich droppen. Und die anderen beiden sind im Tresor, also wir haben bis jetzt ja, was passiert? Sue und Ente waren einfach, standen einfach da, oder wie? Nein, also das Ding ist, ich habe die vorher schon gesehen, dass die bei mir in der Nähe am Rumlungern waren. Nein. Weil ich mit dem Pferd durch die Gegend geritten bin, weil ich noch ein, zwei Besorgungen gemacht habe. Mhm. Und bin dann erstmal von links nach rechts, hab geguckt, okay. War dann irgendwann in der Base, als die dann weg waren. Und das Kranke war halt, ich war original im TS hier mit Ebro, Nina, Ben und so, gar kein Thema. Chill hier so bei meinem Verzauberungstisch, auf einmal höre ich Wasser fließen. Nein. Ich drehe mich um, sag im TS, Leute, die kommen mich holen und mute mich rein. Oh mein Gott. Hab mich reingemutet, hab meine Aufnahme angemacht und sehe einfach nur, ich kann das hier nochmal nachstellen, so sehr original hier, dass von oben Wasser runterkommt, Sue kommt runter, Ente kommt runter. Nein.
Der Grund, wieso, okay. Also es gab zwei Gründe, warum die mich nicht instant killen konnten. Erstens, ich habe hier eine Million, wie nennt man das? So diese Falltür? Nee, nicht Falltür. Ich weiß schon. Druckplatten, genau. Ich habe eine Million Druckplatten auf dem Boden platziert, sodass die richtig vorsichtig waren und von unten den Boden ausgegraben haben. Ja, und ja. Ich hab mich voll ausgerüstet in eine Ecke gestellt, wo vorher ein Armor-Stand stand. Und Enter hat gedacht, dass ich ein Armor-Stand bin. Also der hat es nicht gerafft. Der hat den Boden abgebaut. Ich war permanent im F5. Der ist einmal sogar halb an mir vorbeigerannt. Und irgendwann konnte ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen und habe ich gelacht. Nein! Gabo hat einfach durch sein Lachen verloren. Ja. Nein, also der hat mich auch so schon, also der, wenn er mich anguckt. Aber das Ding ist, Gabo, weißt du, was man in so einer Situation am besten machen hätte sollen? Einfach weggraben. Einfach weggraben? Warum hast du es nicht gemacht? Ja. Ich sag ehrlich, das erstens, das hörst du und zwei, also die waren unmittelbar, die waren zwei Blöcke von mir entfernt. Ja, aber Die können dir einfach geschwindigkeitlich nicht nachherkommen. Weißt du, wie man mit dem Wassereimer kriecht? Ja. Wenn du das gemacht hättest, die hätten dich nie bekommen. Ja, das stimmt auch. Kopfwraps hinter dir und weg. Aber so schnell habe ich nicht geschaltet. Ich dachte, ich kann vielleicht noch ein bisschen mit dem quatschen, aber das war eher weniger quatschen. Das war Gabo liegt dir auf dem Tier. Ich dachte, wir können vielleicht einen Deal aushandeln. Ja, aber Gambo, so, du weißt. Enter hat da kurz einen Prozess gemacht. Jetzt ist Ende im Gelände. Jetzt kracht's komplett. Ich werde alle meine Gefallen einlösen und alle Allianzen mobilisieren, dass das Ding krachen geht. Ente wird morgen wirklich humpeln durch die Gegend mit einer. Nee, weißt du, was ist? Das nächste ist, Elina ist jetzt das nächste Prime Target. Ja, das stimmt. Aber Elina würde auch auf 1 knallen. Ja, das sind denen aber 2 zu viel, checkst du? Ja, check. Ja, dann sollen sie auf dich gehen. Nee. Das trauen sie sich aber nicht. Das stimmt. Jetzt können 5 auf dich gehen. Ich hab dir ein Grab gebaut, Gammel. Ey, ich hab eigentlich richtig Bock, einmal meine Base zu leaken und World Border und sagen, kommt her, holt mich. Kommt euch, traut euch. Traut euch, Kumschi. Traut euch. Ich gebe euch Ravagen. Ich hab Muskeln. Es war vielleicht ein bisschen dumm, dass ich vorhin bei Ben und Alphastand das gesagt habe, World Border. Aber Leute, es könnte ja gelogen sein. Die haben es nicht mal mitgehört, also dafür hatten die auch keine Zeit. Die hätten keine 10, wir haben 10 Double Chest Gunpowder hier gehabt. Die konnten es nicht mitnehmen, die haben sich vielleicht ein Inventar oder ein halbes Inventar voll gemacht. Das ist gut. Und den Rest haben die in die Luft gesprengt. Aber das Ding ist halt, wir haben eine vollautomatische Farm. Die 10 Doppelkisten haben wir morgen wieder. Ja, also das ist egal, sagst du. Das ist nicht das Problem. Unsere Lieferung ist safe, Gambo? Lieferung kannst du noch. Ja, machen. Dann vergiss das Leben, das ist wichtiger, die Lieferung, Gambo. Ja, geil. Bodenlos ist das wirklich. Ich bin ehrlich. Heute Abend noch mal ansetzen und das Ding ist, ich warte schon seit Projektbeginn, endlich fighten zu können. Ich habe keinen Bock auf diese dreckigen Fallen, die ganze Zeit. Das ist so langweilig. Ich will endlich mal fighten. Flo, jetzt hast du einen Grund, du kannst mich rechnen. Bro, ich hab schon lange einen Grund, aber die verkriechen sich immer, wenn ich onkomme. Das ist halt langweilig, hä? Ja, das war. Wir müssen uns mal mit denen einen Fight ausmachen. Ja, das stimmt. Like, ich hab alles, ich kann mir nichts mehr farmen, was mir mehr bringt. So 4 gegen 4 auf dem Hinterhof. So ein dreckiger Kampf muss das sein. 4 gegen 4 auf Jungle. Oh, aber Gambo, ich kann dir die Rüstung und die Sachen von Denergy geben, einfach, wenn du die haben willst. Dann haben wir einen Trade. Ich hab dem seine volle Rüstung und Schwert. Ja, dann, perfekt. Da muss ich nicht auf Backup-Sachen zurückgreifen oder auf Gomme warten. Ja, das wäre schon wild. Ich will mal nur sagen, so, also falls jemand jetzt Bock hat, ein bisschen Stress zu machen, Kian ist seine Base, ist einfach komplett offen und seine Mob-Farm ist aus Holz gebaut. Will ich nur mal so in den Raum merken. Und er ist jetzt offiziell Königskrieger und hilft zu Sue und Ente. Echt? Der gehört zu den Königskriegern? Ja, die sind zu viert jetzt. Also zu 5 mit Energy. Ich würde ehrlich gern, wenn ich draufgehe, juckt mich nicht, ja? Ich will einfach die Action haben. Ich will einfach mal einen Fight gegen ihn haben, der fair ist. Ein 4 gegen 4, ein 1 gegen 1, irgendwas. Check, natürlich. Aber so, ich erwarte da aber auch wirklich, wenn wir da in den 4 gegen 4 gehen, dass du meinen Gegner mit übernimmst. Ja, du musst einfach nur überleben, okay? In einem 4 gegen 4, sobald einer stirbt, hat das Team so gut wie verloren. Ja, das heißt, wir müssen echt aufs schwächste Glied aufpassen. Das bist du. Ja, das schwächste Glied. Ja, also erstmal vom PvP-Aspekt her. Und ich habe halt auch nur 2 Herzen. Also die werden halt dieses Prime-mäßige auf mich gehen. Gabo, also deine Herzen? Ja,
Wenn dir deine Freunde nicht bei deiner Herzenwürze, Gabo. Hä? Ich hab doch schon einen getankt für eure Kackaktion gestern. Und so hat einer von uns heute leider sein Leben verloren. Das Gute ist, zwar nicht ich, auch nicht Ben und auch nicht Russik. Aber das Ding ist, wenn es in einem Fight ist, ich hab kein Problem damit, Leben und mein Stuff zu verlieren. Juckt mich nicht. Ich will die Action und ich will endlich mal jemanden fighten. Wenn ich verliere, wenn ich outskilled werde, ist mir egal. Da bin ich aber wahrscheinlich, hab ich schlecht gefightet. Ist so. Aber ich habe es probiert und das ist der Wille, der zählt, ja? Ich will nicht einfach nur rumsitzen und nix machen. Und ja, schade, dass es Gambo und Gomme getroffen hat, aber Ampelkrieger sind immer noch am stärksten. Wir sind der einzige Clan, der noch kein einziges Leben verloren hat. Aber das Ding ist, Danergy ist online. Ich habe ihm geschrieben, hey mein Freund, ich muss kurz mit dir reden. Und er hat gesagt, komm Gruppe, oder gibt's keinen großen Anlass. Das Ding ist, und Ryan hat mir geschrieben, ich habe deinen Brief bekommen, das wird Rache geben. Den Rickroll, den ich geschickt habe. Okay, ich komm mal Gruppe mit Danergy. Hallo, Herr Gurke. Hallo, Herr Flo. Danergy, ich habe ein paar Worte zu sagen gegenüber dir. Ja. Als erstes möchte ich mich entschuldigen für das Leben, weil wir haben davor unseren Park nur so noch gemacht und ich fand das echt cool. Und ich bin da ein bisschen mit reingerutscht, bin ich ehrlich. Ja? Also es ging jetzt nicht von mir aus, aber ich kann Ben auch verstehen, weil euer Clan hat ihm halt sehr viel angetan. Ja. Aber ich wollte sagen, also von mir, sorry, ist es leider dumm gelaufen. Ich habe deine Rüstung und dein Schwert noch. Wirklich? Willst du das zurückhaben? Ist das eine Falle? Nein, du bist auf einem Leben! Du wurdest so kalt für dich gekillt und jetzt soll ich dir auch noch eine Falle stellen? Das mache ich nicht. Ich bin zwar vieles, aber ich bin kein hinterhältiger Banause, der dich mit einem Leben in eine Falle lockt. Also dann müsstest du wirklich schon was gemacht haben. Du persönlich hast Flo? Mir nichts angetan. Guck mal, pass auf. Das Ding ist, ich bin so vorsichtig geworden, dass man mich gar nicht mehr sehen wird erstmal, ja? Unsere Skins sind fast die gleichen, ja, Flo? Oh, wir müssen Gott. Zusammenhalten. Verstehst du? Ja, ja, ja. So. Und ich will einfach, dass du mir da, vielleicht, wenn du das hast, wenn du wirklich mich nicht anlügst, dass du das irgendwo hinpackst, mir die Koordinaten schickst und ich sie irgendwann in den nächsten Tage oder nachts oder irgendwann abhole, wo keiner da ist. Okay, aber das Ding ist, bist du noch bei den Königskriegern? Ich werde wahrscheinlich die Königskrieger verlassen. Okay, das Ding ist, wenn du wirklich raus bist, also fix, ich würde jetzt noch warten, bis du das wirklich machst, dann kann ich dir den Stuff geben und wir können so ein Bündnis untereinander schließen. Was heißt Bündnis? Ja, halt, dass ich dich nicht attack, außer du bist halt irgendwo involviert. Okay. Und umgekehrt auch hoffentlich. Weil du hast mir wirklich leid getan. Und ich will dir deinen Stuff nicht einfach so nehmen, weil ich habe gesehen, du hast da richtig hart gefarmt in deiner kleinen Base. Ja. Aber ich kann das nicht machen, solange du noch mit den Königskriegern bist. Das wäre Verrat. Okay, also möchtest du, dass ich die Königskrieger verlasse? Wenn du das machst, kann ich dir Stuff geben. Aber es muss auch wirklich ein Verlassen sein. Nicht so ein Fake-Verrat, um Floß Trust zu kriegen also und ihn dann in die Falle zu locken. So, guck mal, ich sag dir so, ich habe alle Herzen kassiert, die Ente und Sue. Denkt ihr, also das ist eine gute Idee oder laufe ich gerade ein Messer? Die verursacht hat, die hab ich dann carryen müssen. Ich musste sie tanken, okay? Ich habe von Max die Bestrafung bekommen und ich habe von euch die Bestrafung bekommen für zwei Sachen, die ich nicht getan habe. Ja, denn natürlich das Ding ist. Deswegen werde ich die Königskrieger verlassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ente das nächste macht und wenn Ben wieder vor dir steht, ich kann ihn nicht zurückhalten, also. Ja, ich will da auch nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr drin sein, wenn ich die ganze Zeit alles aushalten muss. Das ist gut, das heißt, ihr mit seinem Mitglied weniger. Ich meine, er ist eh der Schwächste von denen, aber. Also, ich sag dir so, ich werde sie verlassen und ich will gerne meine Items zurückhaben. Du kriegst deine Items, wenn du wirklich die verlässt. Guck mal, da ist schon der erste online. Ja. Aber mit Beweis und ohne Spielchen, ohne irgendwas. Ich werde dir eine Aufnahme schicken. Okay. Weil Danergy, ich habe überlegt über das Angebot, gell? Du hast mir einen Auftrag gegeben, Kopfgeld auf eine Person. Ich habe mir einen Plan schon überlegt, was ich der Person machen kann. Und wie ich das hinkrieg. Aber das, ich sag dir, es wird nicht einfach, aber ich habe Bock. Deswegen wollte ich nochmal mit dir reden, ob unser Angebot noch steht. Weil ich bin ein Kopfgeldjäger, der sein Wort hält. Und ich hoffe, du bist ein Bezahler, der sein Wort hält. Ich bezahle gerne für Leute, die gerne hier herkommen. Ja, das Ding ist, die Anzahlung habe ich ja jetzt schon, die Rüstungsteile. Hey, Mann, warte mal kurz. Und weißt du, was das Erste ist, was ich dir gesagt habe, was ich am meisten will als Bezahlung?
Das habe ich jetzt auch irgendwie bekommen, also. Ein Leben der Königskrieger. Aber das ist nicht das von den Königskriegern, das ich wollte. Ja, ich verstehe schon. Flo, ich danke dir erstmal, dass du halt... Ich würde mal sagen, es tut mir leid. Danke sehr. Wenn Situationen sich ergeben, kann ich leider nichts machen. Und ich hoffe, ich kann dir vertrauen in dem Sinn. Guck mal, ich will dich nicht so stehen lassen. Aber ich will nicht, dass du mich jetzt in den Messer rennen lässt. Ich dachte, man kann nicht mit den Ampelkriegern reden, aber du hast mir gerade bewiesen, dass man es kann. Und ich schenke dir hier mein Vertrauen und sage dir wirklich von Mann zu Mann, ich werde dich nicht anlügen und ich werde die Königskrieger verlassen und möchte gerne mein eigenes Leben starten. Und was wir reden, bleibt unter uns und nicht unter Königskriegern. Ja. Unter Gurkenwitz. Das Gespräch hat auch by the way nicht stattgefunden, so wie das letzte. Ja. Das ist Kopfgelder, wie sagt man? Das ist Kopfgelder-Regel. Kodex, genau. Okay, Danji, mach's gut. Ich danke dir, Flo. Ich schreibe dir, sobald ich nicht mehr drin bin, dann treffen wir uns. Okay, alles klar. Bis dann, ciao. Okay, Flo, ciao. Leute, das Ding ist, ich weiß nicht, ob das wieder so ein Fall ist. Ben wird richtig mad sein, wenn ich ihm erzähle, dass ich das hier gerade gesagt habe. Aber ich weiß nicht, ich bin ein netter Typ. Er tut mir halt leid. Er kann halt keiner Fliege was zu leid tun. Wenn ich hier jetzt einen Fehler gemacht habe, Leute, dann bin ich gebrochen, ja. Dann fliegt Energy aus dem Projekt, bin ich ehrlich. Leute, lasst ihr mal alle ein Like da. Bis zum nächsten Mal shop.chaos.com. Die nächsten Tage werden wahrscheinlich keine Folge Helden kommen, weil ich auf der Gamescom bin und mich mit meinen anderen Freunden hier alle treffe. Aber Leute, abonniert mich für die 1,7 Millionen, haut rein und ciao, Leute.